Stalingrad ist keine Stadt mehr. Bei Tage ist sie eine Wolke aus brennendem, beißendem Rauch. Ein riesiger Hochofen, in dem Flammen lodern. Wenn die Nacht kommt, eine dieser sengenden, heulenden, blutigen Nächte, stürzen sich die Hunde in die Wolga, um verzweifelt ans andere Ufer zu schwimmen. Die Nächte in Stalingrad sind der Horror für sie. Die Tiere entfliehen dieser Hölle. Die härtesten Steine bersten. Nur die Männer halten durch. Aus dem Tagebuch eines unbekannten deutschen Soldaten. 6. Oktober 1942. Westlich der Traktorfabrik. Wir nähern uns dem Industriegebiet. Der Plan lautet, die Roten immer enger einzukesseln, wenn möglich in den Fabriken, und sie dann dort zu vernichten. Wir bilden die rechte Flanke der Division und führen den Vorstoß auf die Traktorfabrik an. Männer, eure Aufgabe heute besteht darin, die Wohnblöcke vor uns zu räumen. Das Bataillon glaubt, dass das Gebiet nur von einer kleinen russischen Streitmacht gehalten wird, die jedoch die größtenteils noch intakten Gebäude als Deckung nutzen wird. Also seid vorsichtig. Der erste Schritt ist das Durchqueren des Kanals und die Säuberung des Blocks auf der anderen Seite der Brücken. Achten Sie auf MG- und Scharfschützenbeschuss aus den umliegenden Gebäuden. Aber machen Sie denen trotzdem Druck. Sobald die Brücken gesichert sind, rücken Sie vor und erobern Sie das Propagandagebäude. Es hat einen Keller. Denken Sie daran, die Roten werden auf der Flucht sein. Also treiben Sie sie so schnell es geht durch den sogenannten Potapova-Park. Behaken Sie offene Bereiche mit MGs oder Scharfschützen. Der Feind darf sich nicht neu formieren. Arbeiten Sie sich abschließend in das Kaufhaus auf der anderen Seite des Parks vor. Die Russen haben alles andere bereits verloren und werden sich dort verschanzen. Gehen Sie trotzdem rein und machen Sie sie fertig. Gut. Alle Mann auf Ihre Ausgangspositionen. Das ist doch eine Verarsche. Ich hasse die Map im Multiplayer. Alter, im Multiplayer habe ich da noch nie gewonnen als Angreifer. Konzentriert euch auf die Aufgabe. Befolgt meine Befehle. Dann werdet ihr diesen Einsatz überleben. Aufschließen! Jawohl! Okay. Da herum geht es nicht. Und ihr werdet da auch nicht lang gehen. Ich geh voraus! Okay, dass da rauf hier ist, das ist natürlich vorteilhaft. Aufpassen! Wir erobern das Gebiet für Deutschland! Scheiße! Sitze in der Falle! Gut, ich räume hier oben das Gebäude aus. Ja, hier ist ja gar keiner. Oh oh. Zu mir! Los, los! Ich glaube, es sind nicht mehr viele Leute übrig. Schießt auf alles, was sich bewegt! Einer hat Verstärkung gehalten. Runter! Wow. Sofort runter! Da drüben ist ein Ivan! Das kann er nicht. Scheiße! Nein! Leute, helft mir! Nein! Ja, das klang gerade ziemlich widerlich. Kann ich mir gut vorstellen. Schütze, das Gebiet sichern! Jawohl! Zurückfallen! Verdammt! Ist rein da! Jetzt kommt der liebste Teil meiner Arbeit. Das Ausräuchern! Ja, hört auf, so euch zu quälen! Mein Kopf! Ich höre diese Stimmen!
Willst du mich verarschen, ne? Der kommt direkt um die Ecke, weiß exakt, wo ich bin. Ja, mein Kollege hatte doch recht, dass die KI ein bisschen übermenschlich ist, was sie das Wissen der Position angeht. Okay, gut, ich habe mich allzu viel überflüssig gefällt, genau. Tristan! Irgendwie haben die Leute mit der AK, mit der STG in der Hand wirklich dieses Glück gebracht. Kollege hatte mir erzählt, die AK war im Prinzip die STG nur ein bisschen leichter. Und mit modernerer Munition. Keine schlimme Vorstellung. Ich meine, die SCG war ja auch eine gute Waffe, oder? Alter! Er hat leider, naja, nichts gegen Unvorsichtigkeit getan. Was kriege ich denn noch, Artillerie? Ja, kriege ich. Da hinten ist nicht richtig. Los, in Deckung! Haben wir nur noch zwei Kugeln? Leider nicht mehr drei, ne? Stirb, Ivan! Für meine Freunde! Und den MG-Schützen, da konnte ich eigentlich nie rein. Danke! Hätte ich nicht müssen, als er nicht den Hebel zurückgezogen hat. MG da drüben! Sterbt, ihr Feiglinge! Alter Schwede! Okay, man kann jetzt doch durch Sachen durchschießen. Das ist gut zu wissen, dass man wenigstens durch Holz durchschießen kann. Auf geht's. Kann ich sagen, dass es selbstbeschützt sicher ist? Ich weiß nicht, ob ich weitermachen kann. Schütze, das Gebiet sicher. Jawohl. Gut, diesen Teil kenne ich ein bisschen. So gut, dann habe ich doch einmal als Angreifer gewonnen. Ich komme jetzt nur noch von hier, Feinde, und von unten, oder? Naja, vielleicht doch nicht. Nee. Ach, das gehört jetzt uns. Aufschließen! Nein. Wir erobern das Gebiet für Deutschland! Ladida, ladida.
Ey, Moment, das ist wirklich auch eine gute Idee. Schick Artillerie her, um die Feiglinge rauszuscheißen! Kannst du mir aufhören, in mein Ohr zu stöhnen? Ich will jetzt abwarten, bis die Artillerie eingeschlagen ist. Eine Wunde, die man verarzten kann. Ich sag allen, sie sollen hier über die Seitenstraße angreifen. Und was tun sie? Sie greifen über die Hauptstraße an. Fantastische PI, nicht wahr? Ich glaube, ihr habt nicht mal eine Wegfindungs-Engine, die Wege leider vorprogrammiert. Aufschließen! Ja. Ich guck gerade unten auf die Minimap. Da sich ja das Oberkommando anscheinend rigoros dagegen wehrt, dass ich Artillerieunterstützung bekomme, muss ich das wirklich selbst in die Hand nehmen. Scheiße! Maschinengewehr! Leck mich am Arsch, du feige Ratte! Nicht nachlassen! Schnell! Waffen überprüfen! Runter! Verdammt! Sofort runter! Nein! Nein! Nicht. Komm, ich wollte nochmal versuchen, Artillerie anzufahren. Infanterie! Los, Tempo, Leute! Jawohl. Da! Verdammt, ich bin gefangen! Sterbt, ihr Feigling! Oh Mann, no. So, nochmal versuchen. Zu mir! Los, los! Ja. Ich brauche eine kurze Pause. So. Weiter vorrücken. Kommt jetzt Artillerie an. Da drüben! Getroffen! Mein Gott! Na los, gib mir mal noch Danke. Verdammt!
Position! Diese Typen sind wahnsinnig! Wir sind ja Tiere! Die Wunde ist schon weg. Ich baue deine Magie auf am besten. Er sitzt in der Falle. Mach ihn fertig. Falle. Nein. Los jetzt. Hierher. Ich brauche Artillerie bei diesen Koordinaten. Bataillon, hier Zugführer! Achtung! Feuerunterstützung sofort einstellen! Ich wiederhole! Feuerunterstützung einstellen! Zugführer an Bataillon! So, jetzt habe ich Artillerie mal angefordert. Und kommt es? Kommt es? Wird es auch noch kommen, wenn ich lebe? Also gut, ich bin gut ausgerüstet. Leider... gnadenlos in der Unterzahl. Das heißt, ich muss jetzt Russen für Russen töten. Oh, da geht's ja lang. Okay, ich wollte jetzt noch mal rüber versuchen. Ja. Puh, interessantes System. Boah. Next time, we'll crush them. Einfach alles straight ahead. Jetzt weiß ich, was das bedeutet, sie dürfen sich nicht neu formieren. Gott, kann man aufhören, mir jetzt den Kopf zu keuchen? Sterb, ihr Feiglinge! Nachgeladen. So. Nein. Im Gehschützer. In Deckung. Lass da auch mal. Oh. Wetten, jetzt komme ich in eine sterbende Person rein. Dein Einheit hat Verstärkung gehalten. Das freut mich. Wir erobern das Gebiet für Deutschland! Oh. Was ist das? Es ist irgendwie so...
Straße des Todes, wenn du da langläufst, wirst du getötet, ob du nun ein Feind bist oder nicht. Moment, da war ja was. Ich erinnere mich an das Training. Sterbt, ihr Feiglinge! 50 präzise Schüsse. Das fand jetzt... Na gut. Was ist denn das für Scheiße? Er hat doch gesehen, der hat sich nur ganz kurz zu mir gewandt und sofort abgedrückt. Es sind aber weniger Russen mittlerweile. Ich verstehe es nicht. Egal, jetzt nehmen wir das Gebiet ein, allein wegen unserer Truppenstärke. Alter, Materialschlacht. Und das Material sind wir. Schütze, das Gebiet sichern! Habe ich da einen getroffen? Okay, kommt da jetzt einer rein? Leute, wir waren alle direkt vor dem Kaufhaus. Wie konntet ihr das schaffen? Wie habt ihr das mit allen Ernst, wie habt ihr das allen Ernstes geschafft, euch so derbe wegscheuchen zu lassen? Von ein paar Russen. Ich glaube, es ist so getrickt, dass nur ein einziger Russe rumstehen und die laufen alle zurück in Deckung. Again, we have crushed our... Ach, endlich. Das war aber eine schwere Geburt. 20 Minuten mal wieder. Gut. Oh, verlorene Einheit. Verlorene Mitglieder der Einheit. Nicht gleich. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.